Hey, was? Wir haben ein Stickeralbum gemacht mit allem, was wir vorhaben. Denkt dran, wir haben bereits viele tolle Sachen geplant. Ihr geht mit Muffin in den Park, besucht Opa und macht einen Ausflug an den Strand. Hey, Bingo, lass uns Meerjungfrauen spielen. Oh ja! Immer mit der Ruhe, Mädchen. Bevor ihr spielt, müsst ihr erst euer Spielzeug aufräumen. Oh, müssen wir? Ja, da unten sieht's aus wie im Zoo. Wir haben ja auch Zoo gespielt. Tja, was soll ich dazu sagen? Wie wär's, wenn ich helfe? Okay. Guter Plan, Leute. Ich werde noch ein wenig weiter schlafen. Hey! Diese Folge von Bluey heißt Ferien. Also gut, sammeln wir die Viecher ein. Oh, lass uns so tun, als ob die Tiere aus dem Zoo entkommen wären. Oh ja, gute Idee. Oh nein, ein Löwe ist los. Schnell, fangen wir ihn ein. Baboom! Lasst uns jetzt im Wohnzimmer schauen. Oh, ein Pinguin! Was macht der denn hier in der australischen Hitze? Nicht schlecht. Der Pinguin, dieser schlüpfrige kleine Kerl, ist eingefangen. Auf ins Spielzimmer. Oh, ein Affe mit einer tollen Unterhose. Komm schon, kleiner Kerl. So ein Käse. Hier sind überall Viecher. Lasst uns zuerst die Spinne fangen. Oh, puh, die ist bloß aus Gummi. Wellenreiter! Schnell, wir müssen ihn retten! Ui, schau! Kann der Ballon schon hier spielen? Ja, natürlich. Gib ihn mir. Hurra, Ballon jonglieren! Denk daran, wir müssen den Ballon treffen und in der Luft halten. Er darf nicht den Boden berühren. Okay, lasst uns loslegen. Nicht schlecht. Lasst uns versuchen, ihn noch dreimal zu treffen. Baboom! Kommt! Lasst uns im Garten spielen. Ihr werdet richtig gut darin. Ich bin eine Meisterin im Ballon jonglieren. Ja, das ist leicht. Passt bloß auf, dass der Ballon nicht das Gras berührt. Wow, unser Ballon ist immer noch oben. Ihr Mäuse werdet richtig gut im Ballon jonglieren. Spielen wir nochmal. Auf geht's. Boah. Der Ballon. Oh nein. Er ist durch das Fenster geschwebt. Na gut, Spiel vorbei. Der große Blaue geht zurück ins Bett. Nein, wir müssen ihn finden. Komm schon. In welches Zimmer ist er geflogen? Wer weiß das schon in diesem Haus? Suchen wir ihn, bis wir ihn finden. Jawohl, Chef. Okay. Los, Leute. Geht nach oben und sucht den Ballon. Hier ist kein Ballon. Da ist er. Aber wie kommen wir da dran? Wir müssen erst was beiseite schieben. Lasst uns zuerst die gestreifte Kiste vor den Kinderwagen schieben. Die sieht zu schwer aus. Ich kann dir helfen. Wenn sie zu schwer ist, kann euch Dad vielleicht helfen. Oder Mom.
Puh, gute Arbeit. Fast geschafft. Wow, der Kinderwagen sieht schwer aus. Da brauchen wir vielleicht noch jemand Starkes. Klasse gemacht! Zusammen schaffen wir alles. Also gut, holen wir uns den Ballon. Ja! Oh, was ist das? Hey, das ist ein Bild von mir, als ich klein war. Wann früher? Meinst du die 80er? Ja. Was ist das für eine Zeichnung hinten drauf? Meine Güte, die hatte ich vergessen. Als wir klein waren, haben euer Onkel Stripe, Onkel Red und ich einen Schatz vergraben und seine Position auf dieser Karte eingezeichnet. Eine Schatzkarte! Oh, Schatz! Können wir ihn suchen? Nun ja, das ist nur ein Teil der Karte. Um ihn zu finden, bräuchten wir die anderen beiden Teile von eurem Onkel Red und Onkel Stripe. Ach Mädels, ihr wollt doch nicht in euren Ferien nach Dads altem Zeug suchen. Doch wollen wir! Bitte, bitte! Na schön. Vielleicht könnt ihr Onkel Stripe morgen danach fragen. Sieht aus, als ob wir auf Schatzsuche gehen, Kinder. Hurra! Klasse gemacht. Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du Ballonjonglieren spielen. Gefunden? Dads Kartenteil. Lass uns das Teil der Schatzkarte zur Sicherheit in dein Stickeralbum kleben. Wo wohl der Rest der Karte ist? Prima, du hast das Teil der Schatzkarte gefunden. Das ist das Stickeralbum, ihr kleinen Racker. Stellt euch noch vor, wie es aussieht, wenn ihr es am Ende der Ferien aufgefüllt habt. Dies sind alle Teile der Karte, die du gefunden hast. Über die Karte kannst du das Abenteuer jederzeit fortsetzen. Du hast diese Orte freigeschaltet. Von hier gelangen wir an unsere Lieblingsorte. Du kannst jetzt diese Sammelstücke in unserem Haus suchen. Wohin willst du gehen? Einen Sticker bekommen. Das ist fantastisch. Hurra! Na dann los, Leute. Auf zu unserem Treffen mit Onkel Stripe und Muffin im Park. Oh nein. Was ist? Oh nein, nicht der klebrige Gecko. Diese Folge von Bluey heißt Rettung. Kommt, Kinder, wir wollen doch Muffin und Onkel Stripe nicht warten lassen. Aber ich muss Geckolein fangen. Oh, Bingo. Das wird lange dauern. Wir müssen Geckolein herunterhelfen. Gute Idee. Holen wir uns was zum Draufstellen. Immer noch zu hoch. Wir kommen nicht ran. Kommt, Kinder, gehen wir zum Park. Ich hole Geckolein was Weiches für die Landung. Nur für alle Fälle. Komm, Kleine, fragen wir deinen Onkel Stripe nach dem nächsten Teil der Karte. Hurra! Wir sind da! Wo treffen wir Muffin und Stripe? Mal sehen. Ah, bei der Burgfestung. Burgfestung? Dieser Ort ist riesig. Bluey, wo ist die Burgfestung? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wie wir es herausfinden. Lasst uns den Rutschenhügel hochgehen. Oh ja. Von da oben können wir den ganzen Park sehen. Gut,
Gehen wir da hoch und schauen, ob wir Muffin und Stripe finden. Okay. Wow, was für eine Aussicht. Haltet nach der Burgfestung Ausschau. Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Da sind zu viele Bäume im Weg. Was, wenn wir euch Huckepack nehmen? Von weiter oben könnt ihr noch weiter gucken. Oh, okay. Komm, Bingo. Suchvorgang läuft. Läuft. Schaut da drüben. Wir haben sie. Baboom. Geht voran, Mädels. Hallo, Muffin. Hallo, Bluey. Hallo, Bingo. Siehst schick aus, Kleine. Ja. Muffin wollte verkleiden spielen. Oh, nettes Krönchen, Muffin. Danke, ich bin eine Prinzessin. Was wollen wir spielen? Oh, spielen wir Der Boden ist Lava. Au, ja. Prinzessinnen spielen, glaube ich, nicht Der Boden ist Lava. Ich glaube, die stehen bloß rum und winken und sind hübsch. Oh. Ich weiß was. Du bist eine Prinzessin in einem Turm und wir spielen Der Boden ist Lava, um dich zu retten. Ja, aber ihr müsst euch auch verkleiden. Okay. Dad! Ja, Muffilein? Wo sind meine Kostüme? Die brauchen wir für Der Boden ist Lava. Ich glaube, die hast du auf dem Spielplatz mit der Seilbahn gelassen. Wir gehen sie holen. Na dann los, Leute. Okay, Leute, wo sind die Kostüme? Ich glaube, ich sehe sie. Prima, holen wir sie uns. Halt, du bist in der Lava. Was? Wir spielen Der Boden ist Lava, schon vergessen? Oh Mann, diese Lava ist echt überall. Aber wie kommen wir an Muffins Kostüme, ohne den Boden zu berühren? Wir müssen dorthin klettern und springen. Wir haben's geschafft. Klasse gemacht. Jetzt zur nächsten. Das ist ganz schön weit. Stimmt. Aber wir können von dem Frosch dort hochspringen. Wenn wir es schon machen, dann auch richtig. Dad! Gut gemacht, Mädels. Gehen wir zurück und spielen mit Muffin. Bluey und Bingo. Na dann, viel Spaß, ihr Helden. Dad geht jetzt die Beine hochlegen. Nein, du musst mitspielen. Im Kostüm. Oh. Bitte, bitte. Na schön. Ein Spiel. Hurra! Sind alle mit ihren Kostümen zufrieden? Ja. Nein. Du siehst umwerfend aus, Kumpel, aber da sind noch mehr Kostüme in der Kiste, wenn du dich umziehen willst.
Prima. Zeit, die Prinzessin zu retten. Ich bin so aufgeregt. Also, wie beim letzten Mal. Wir müssen einen Weg finden, Prinzessin Muffin zu retten. Okay, aber wir dürfen dabei nicht die Lava berühren. Da sind wir. Prinzessin Muffin, wir kommen, um dich zu retten. Gut. Winken und hübsch sein macht müde. Nehmt dies als eure Belohnung. Oh, das glänzt. Danke, Muffin. Komm, Muffilein, gleich gibt's Mittagessen. Okay, Dad. Oh, Mädels. Wolltet ihr Onkel Stripe nicht noch was fragen, bevor wir gehen? Oh, ja. Onkel Stripe, erinnerst du dich, als Kind eine Schatzkarte gemacht zu haben? Mich erinnern? Wie könnte ich das vergessen? Ich hab sie hier in meiner Geldbörse. Echt? Hier, seht sie euch an. Wow. Onkel Stripe, was für ein Schatz ist das? Nun, als wir Kinder waren, hatten wir das tollste Spielzeug der Welt. Es war... Dad, ich platze gleich. Gehen wir. Ah, gleich, Muffilein. Aber ich platze gleich. Tja, tut mir leid, Mädels. Wir müssen los. Verliert das nicht. Tschüss, Bluey. Tschüss, Bingo. Tschüss, Muffin. Schau, Bingo. Wir haben noch einen Teil der Karte. Jetzt fehlt nur noch ein Teil. Hurra. Oh, okay. Komm, Bingo. Klasse gemacht. Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du Der Boden ist Lava spielen. Gefunden? Onkel Stripes Kartenteil. Lass uns das Teil der Schatzkarte zur Sicherheit in dein Stickeralbum kleben. Stickeralbum. Prima, du hast das Teil der Schatzkarte gefunden. Du kannst jetzt diese Sammelstücke auf dem Spielplatz suchen. Wohin willst du gehen? Seht nur, Kinder, euer Onkel Red ist hier. Moment, du kannst nicht durch. Was? Wieso nicht? Gekulein ist noch da oben. Nun, ich gehe jetzt an die Tür und ihr müsst Onkel Red nach dem Schatz fragen. Nein! Hallo? Ist jemand da? Kannst du in den Garten kommen? Klar. Kein Problem. Also gut. Kommt. Moment, wo ist Onkel Red? Hallo? Ist jemand da? Wir sind hier, Kumpel. Was ist los? Die Rasensprenger sind an. Na und? Ich war gerade beim Friseur. Oh, wir wollen ja nicht, dass deine Frisur ruiniert wird. Gut, wir retten dich. Ja, geschafft! Nur noch ein Rasensprenger übrig. Macht schnell! Krümelkeks, der Hahn ist auf der anderen Seite. Wir könnten die Bank wegschieben und über die Büsche springen. Onkel Red, hast du die Schatzkarte dabei? Hab ich. Ja! Yeah! Ich hab auch euer Weihnachtsgeschenk dabei. Es ist doch aber April. Ja, ein bisschen spät. Sorry. Quatschimax! Offenbar die allerneueste Version.
redet jetzt doppelt so viel. Na toll. Na toll. Diese Folge von Bluey heißt Quatschi Max. Was hast du getan? Was? Das müssen wir ebenfalls verstecken. Ihr versteckt ihre Spielsachen? Nicht alle Spielsachen. Nur das da. Wie gemein. Mom, Dad, seht nur, was Quatschi Max kann. Fütter mich, fütter mich. Ah, oh, diese Stimme. Fütter mich, fütter mich. Was sollen wir ihm geben? Will was Gesundes, will was Gesundes. Was Gesundes? Schauen wir mal in der Küche. Welche gesunden Dinge isst Quatschi Max? Dinge wie Obst, Möhren, Spargel, Edamamebohnen. Möhrenhorn. Erdbeeren sind auch gesund, oder? Stimmt, Kleine. Hol sie. Prima gemacht. Erdbeeren gesichert. Jetzt geben wir sie Quatschi Max. Da sind wir. Füttern wir unseren gefiederten Freund. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Fütter mich! Fütter mich! Schon wieder? Will was Quietschiges! Will was Quietschiges! Bitte, kleiner Freund. Dad, das quietscht doch nicht. Na, das merkt er gar nicht. Baba! Will was Quietschiges! Will was Quietschiges! Klasse gemacht, Kumpel. Das ist deine Schuld. Wir müssen was Quietschiges finden. Vielleicht Quietscheentchen? Oh ja, im Badezimmer. Kommt! Entchen ist in der Badewanne. Holen wir uns den Badehocker, um den Wannenrand zu erreichen. Holen wir Entchen. Halt dich fest, Bingo. Sonst wirst du nass. Hi. Oh ja. Wenn wir den Hahn aufdrehen, treibt Entchen auf dem Wasser nach oben und wir können es greifen. Es klappt. Prima. Jetzt können wir Entchen fangen. Na bitte, ein Quietsche-Entchen. Gehen wir zurück zu Quatschi Max. Ja, hast du was Quietschiges, Quatschi Max? Nom, 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 nom. Wenigstens lernen sie was dabei. Fütter mich! Fütter mich! Oh, mach, dass es aufhört! Will was Hübsches! Will was Hübsches! Etwas Hübsches? Blumen! Auf der Terrasse! Gehen wir! Diese Blume ist hübsch. Bluey, die ist fast verwelkt. Nein, ist sie nicht. Wir müssen sie nur gießen. Okay, Kinder. Auf der Terrasse ist ein Wasserhahn. Gut, ganz aufgefüllt. Hurra! Ah, unsere Pflanze. Sie wächst. Gute Arbeit. Jetzt verfüttern wir sie an den kleinen Bengel unten. Was
bitte sehr, Quatschi Max. Etwas Hübsches. Geschafft! Hurra! Okay, das war genug Aufregung für heute. Kinder, bringt ihr Quatschi Max bitte ins Spielzimmer? Okay, Mom. Was? Die Mädels lieben es. Immerhin bewegen sie sich. Das bezahle ich euch. Mom, Dad, Hilfe! Quatschi Max ist durchgedreht. Fang ihn! Oh nein! Kommt, versuchen wir es nochmal. Oh nein! Gut festhalten. Kein Quatschi Max mehr. Bitte. Oh. Kinder, ihr müsst Onkel Red nach der Karte fragen. Oh ja. Onkel Red, dürfen wir mal deinen Kartenteil anschauen? Klar doch. Ist hier in meiner Geldbörse. Ich weiß noch, wie wir ihn damals vergraben haben. Ist eine lustige Geschichte. Was? Vertraute Schatz! Hey, meine Geldbörse. Die Karte. Hinterher. Er geht nach oben. Er kann Treppen steigen? In die Diele. Und wo ist er jetzt? Diese plötzliche Stille macht mir Sorgen. Vielleicht suchen wir ihn mal in den Schränken oder wo er sich sonst verstecken könnte. Wir haben ihn! Moment, ist der neue Quatschi Max nicht rot? Ach ja. Wessen Quatschi Max ist das? Sieht wie unser Alter aus, aber Dad sagt, der ist kaputt. Echt? Ja, wir müssen den neuen Quatschi Max finden. Ich glaube, ich höre ihn. Wo kommt das Geräusch her? Klingt, als sei er wieder unten. Hier ist er! Fang ihn! Und lass ihn nicht los! Hurra! Da ist er! Schnell, fang ihn! Ich hab ihn! Go! Mann, wann gehen dem Ding endlich die Batterien aus? Nicht schnell genug. Hurra! Ah, das war entspannt. Ein Kartenteil, wie versprochen. Danke, Onkel Red. Unglaublich, dass du das all die Jahre aufbewahrt hast. Na klar, meine Haare sehen auf dem Foto super aus. Louis, wir haben alle drei Teile. Jetzt können wir die Karte lesen. Was steht drauf? Ich hab's. Es ist am Bach. Ihr habt den Schatz am Bach versteckt? Echt jetzt? Echt jetzt.
Können wir hingehen? Ja, auf zum Schatz! Hurra! Klasse gemacht! Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du Quatschimax-Jagd spielen. Gefunden? Onkel Rats Kartenteil. Lass uns das Teil der Schatzkarte zur Sicherheit in dein Stickeralbum kleben. Spielen wir Ballon jonglieren. Spiel vorbei. Ja, Krümelkeks. Beeindruckend. Hurra! Prima, du hast das Teil der Schatzkarte gefunden. Du kannst jetzt diese Sammelstücke im Garten suchen. Wohin willst du gehen? Wir dachten, er wäre auf dem Dach, aber dann ist er durchs Küchenfenster rein und anschließend durch das ganze Haus gekrochen. Und keiner von uns wusste was. Mom, können wir zum Bach gehen? Jetzt nicht, Kinder. Opa ist gerade zu Besuch. Es war also das erste Mal, dass wir so ein Ding fangen mussten. Mom? Bluey? Oh, ich spiele mit euch, damit Mom ihre Geschichte zu Ende erzählen kann. Okay. Bluey, wie wär's, wir spielen... Oh, okay. Oh, wartet mal kurz. Ja, magisches Xylophon. Du wolltest doch helfen. Du schaffst das schon. Einfrieren. Diese Folge von Bluey heißt Der Schatz. Was ist mit ihm los? Das ist das magische Xylophon. Wenn man es schlägt und einfrieren ruft, darf sich keiner bewegen. Ah, für wie lange? Bis du das Xylophon erneut schlägst und auftauen rufst. Ganz schön übel. Warum können die Nicht-Eingefrorenen nicht die Eingefrorenen retten? So spielen wir normalerweise nicht. Au! Aber meinetwegen. Aber wie tauen wir Hunde ohne das Xylophon auf? Vielleicht über ihren Schwanz. Können wir nochmal mit den neuen Regeln spielen? Klar, machen wir einen Probelauf. Ihr könnt an mir üben, wenn ihr wollt. Yep, Opa ist definitiv eingefroren. Jetzt üben wir ihn aufzutauen. Nochmal! Schon wieder? Damit wir die neuen Regeln wirklich können. Oh, na gut, Kinder. Gut gemacht. Opa ist schon wieder eingefroren. Wedeln wir seinen Schwanz, um ihn aufzutauen. Mir gefallen die neuen Regeln. Das habe ich mir gedacht. Die nächste Runde sitze ich aus. Von all dem Einfrieren und Auftauen bricht mir noch der Schwanz ab. Jetzt sind Mom und Dad dran. Wie schön. Wie schön. Ich liebe die neuen Xylophon-Regeln, aber können wir jetzt zum Bach gehen? Was ist so besonders an dem Bach? Da ist ein Schatz vergraben. Oho, Schatzsuche, was? Ich helfe euch dabei. Echt? Wie steht's mit der Ausrüstung? Ausrüstung für die Schatzsuche? Vorbereitung ist immer das Beste. Ihr braucht eine Schaufel, Insektenspray und ein paar Müllsäcke. Dad, wofür in aller Welt brauchen wir Müllsäcke? Falls es regnet. Wenn ihr alles habt, treffen wir uns am Briefkasten. Na dann, ihr habt Opa gehört. Lasst uns die Ausrüstung holen. Hurra! Als erstes gehen wir in die Küche und holen die Müllsäcke.
Moment, wo haben wir die denn hin? Ich habe sie hochgeräumt, weil die Mädels sie als Fallschirme für ihre Stofftiere benutzen. Hier, mit einem Hocker kommen wir dran. Wir haben sie gefunden! Was jetzt? Eine Schaufel! Sie wird im Garten sein! Alle nach draußen! Die Schaufel. Ach, warum ist die bloß ganz da oben? Wir haben einen Berg gebaut für die Teppichinsel. Na gut, dann müssen wir die Berghänge hochspringen, um an die Schaufel zu gelangen. Okay, Säcke und Schaufel, wir sind bereit. Moment. Was ist, Bingo? Du hast das Insektenspray vergessen. Ach ja, wo hatten wir das zuletzt? Ich glaube, oben in unserem Zimmer. Was in aller Welt hat es da... Ah, was soll's. Schauen wir oben nach. Wie kommen wir da ran? Wir springen auf unseren Betten immer höher und greifen danach. Aber seid vorsichtig, ja? Okay, können wir jetzt zum Bach gehen? Mal sehen. Müllsäcke, Schaufel und Insektenspray. Wir sind bereit. Juhu! Gehen wir zur Oper. Oh ja! Wie war's? Habt ihr alles gefunden? Haben wir! Prima! Lasst uns den Schatz suchen! Oh ja! Das ist der Bach, was? Fast wie das Gestrüpp, in dem du gespielt hast, Chili. Stimmt! Weißt du, wo es lang geht? Seht ihr den Baum dort? Wir müssen hier entlang! Los, los! Moment, ihr zwei! Seid bitte vorsichtig, ja? Nehmt euch vor Grillionfüßern in Acht. Hey, die gibt es gar nicht. Also los, ich gehe voran. Passt alle auf, wo ihr hintretet. Aber er weiß doch gar nicht, wo es lang geht. Ich hab die Karte. Kommt, versuchen wir mitzuhalten. Komm, Bingo! Opa hat eine Abkürzung über den Bach genommen. Aber da können wir nicht lang. Das Wasser ist zu tief. Wir müssen stattdessen am Bachufer bleiben. Wir müssen über ein paar Steine hüpfen. Es ist zu weit. Vielleicht können wir den Stein wegrollen. Gute Idee. Jetzt können wir auf die Trittsteine springen. Passt auf die Glitschigen auf. Boah, ist wackelig. Wir müssen über den Stamm zum nächsten Stein springen. Gehen wir. Vorsichtig. Gut gemacht, Leute. Wohin jetzt? Wir sind nah dran. Wir müssen den Hang hoch.
Bereit, Bingo? Ja. Da seid ihr ja. Ihr habt wohl einen Umweg gemacht. Immer schön langsam, Mort. Kommt weiter. Wir müssen dem Pfad durch die Bäume dort folgen. Aber weiß er, wo wir hin müssen? Okay, wir sind fast da. Oh nein! Mücken! Schnell, das Insektenspray! Ja, wir retten dich, Opa. Hey, danke für die Rettung. Schön, dass du an Insektenspray gedacht hast, Dad. Was ist da vorne? Der Bach ist... Was ist damit? Um diese Gegend hat sich wohl lange niemand mehr gekümmert. Schade. Dabei war der Bach früher ein so schöner Ort. Tja, da bleibt uns wohl nur eins übrig. Kommt schon, der Schatz kann noch ein wenig warten. Was sollen wir machen? Wollen wir da im Trockenen anfangen? Sieht aus, als wäre das Wasser gestaut. Jetzt müssen wir diesen Müll beseitigen. Sollen wir links vom Bach mit dem Müll anfangen? Gut, dass wir die Müllsäcke haben. Ich halte den Sack auf. Ihr nehmt das Zeug und werft es rein. Hier sieht schon viel besser aus. Seht euch den Spa-Bereich an, Kinder. Da ist noch mehr Müll aufzusammeln. In diesem Sack ist noch Platz. Ich warte dort. Ihr könnt mir den Müll zuwerfen. Komm schon. Jetzt ist es hier schön. Ja, das ist es. Gut gemacht allerseits. Irgendwie sieht es hier vertraut aus. Es erinnert mich an... Oh Mann, das ist der Ort. Was, wir sind da? Wir sind fast da. Echt jetzt? Echt jetzt. Hurra! Wir müssen noch ein kleines Stück in die Richtung. Kommt schon, hier entlang. Da oben. Dad, es ist zu hoch. Das sind einige Steine. Ihr könnt euch doch aus Stufen bauen. Gute Idee, Dad. Kommt, machen wir's. Geschafft! Wohin jetzt, Bandit? Hier entlang, kommt! Da ist ein Stein im Fluss, der hilft beim Drüberspringen. Ja! Hoffentlich wackelt er nicht. Wir sind fast da. Boah, dieser Stein ist riesig. Wie kommen wir darüber? Mit vereinter Muskelkraft. Kommt schon, alle zusammen. Wir schieben alle gemeinsam. Ja, Dad! Geschafft! Hurra! Puh, das war schwer. Kommt, nur noch um diese Ecke. Wir müssen nur noch das Wasser zu dieser Insel überqueren. Du sagtest doch, wir wären fast da. Kannst du sehen? Das sind die besten Ferien. Ja, noch nicht. Aha! Hier ist was! Seid ihr bereit? Das
Das ist kein Schatz. Bloß eine schmutzige alte Puppe. Hey, das ist eine Actionfigur, keine Puppe. Das ist Superkerl, unser absolutes Lieblingsspielzeug. Warum habt ihr denn euer Lieblingsspielzeug vergraben? Das mussten wir. Superkerl war nämlich die tollste Actionfigur weit und breit. Aber wir mussten ihn uns zu dritt teilen. Und habt ihr? Nicht sehr gut. Wir haben darum gestritten, wer mit ihm spielen durfte. Ständig. Meist haben ich oder Red gewonnen, weil wir die Ältesten waren. Das ist unfair. So sind Brüder nun mal. Eines Tages gab es richtig Zoff. So sehr, dass unser Dad damit gedroht hat, uns Superkerl wegzunehmen. Was habt ihr gemacht? Wir beschlossen, Superkerl zu verstecken, wo ihn niemand finden würde. Wir machten eine Karte und teilten sie auf. Später wollten wir zurück und ihn ausgraben. Aber das haben wir wohl vergessen. Es war Weihnachten, wir bekamen neues Spielzeug. Ich würde mein Spielzeug nie vergessen. Vermutlich nicht. Aber ihr müsst zugeben, der Schatz ist ziemlich cool. Wartet, bis ich ihn Stripe und Red zeige. Macht euch startklar, Leute. In 5 Minuten geht's ab zum Strand. Oh ja! Bingo, hast du ans Zähneputzen gedacht? Oh, hab's vergessen. Okay, wir machen ein Rennen ins Badezimmer. Komm! Ja! Was ist los, Bluey? Seit wir am Bach waren, bist du so still. Naja, wir haben die Ferien verschwendet, einen Schatz zu suchen, der gar keiner war. Bloß ein blödes altes Spielzeug. Tut mir leid, Kleine. Das sind die blödesten Ferien aller Zeiten. Nicht jeder echte Schatz glänzt oder ist aus Gold. Das Wertvolle daran sind die damit verbundenen Erinnerungen. So wie ich und Bingo beim Ballonjonglieren. Oh ja, der Park! Ich machte dein Kostüm, Dad. Ja, ja. Es ist Quatschi Max. Endlich haben wir ihn gefangen. Und schau, Bingo und ich kamen mit großen Sprüngen über den Fluss. Ich bin froh, dass du dein Lieblingsspielzeug zurück hast, Dad. Danke, Bluey. Auf dieser letzten Seite sind keine Bilder drauf. Ja, die heben wir uns für heute auf. Was meinst du? Bereit für den letzten Ferientag? Ja! Geckolein, du hast es geschafft! Hurra! Na dann, auf zum Strand! Au ja! Bluey, das sind die besten Ferien aller Zeiten! Au ja! Klasse gemacht. Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du magisches Xylophon spielen. Gefunden? Den Schatz. Toho! Wow, du hast einen Sticker bekommen. Das ist fantastisch. Hurra! Kannst du das Stickeralbum finden und öffnen? Oh nein, nicht das Spiel. Versuchen wir ein anderes. So hübsch! So hübsch!
einen Sticker bekommen. Das ist fantastisch. Ich will unbedingt...